Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ist Sonntag, der 21.06. und ich dachte mir, ich filme euch mal so einen ganz kleinen Wochenend-Vlog. Heute ist der Sonntag und wir werden eigentlich nicht so viel machen. Vielleicht gehen wir gleich ins Café und ein bisschen spazieren und ich dachte mir, ich nehme euch einfach mal mit und zeige euch ein schönes Café. Ich hoffe zumindest, dass es schön ist, denn ich war noch nie dort. Wir werden sehen. Ich habe heute schon 4 oder 5 Videos für euch gefilmt, deshalb habe ich kaum noch eine Stimme. Ich mache das immer so, dass ich relativ viele Videos auf einmal filme, damit ich nicht so immer wieder auf und abbauen muss, weil das ist immer ein bisschen anstrengend, dieses ganze Installieren mit dem Licht und der Kamera und so weiter. Aber wenn ich dann im Flow bin, macht es auch immer Spaß, so viele Videos auf einmal zu filmen. Und ich wollte euch auch nochmal dringend bitten, dass ihr mir eure Themenwünsche schreibt. Manchmal habe ich echt so ein bisschen Probleme, Ideen zu finden. Und freue mich dann immer, wenn von euch irgendwelche interessanten Vorschläge kommen. Eigentlich das Fête de la Musique. Das ist immer am 21. Juni in Frankreich, in allen großen Städten. Da sind überall draußen kostenlose Konzerte. Aber ich glaube, heute wird nicht so viel sein, aufgrund von Corona. Aber vielleicht sehen wir ja trotzdem was. Das wäre schon ganz nett. Das ist eigentlich eine coole Sache, die Fête de la Musique. Wir waren gerade noch kurz auf einem Markt und haben uns was Kleines zu essen geholt. Was ist das? Paurisa, oder? Ja. So einen Rosinen, so Rosinenschnecken. Die zeige ich euch jetzt mal. War gut? Ja, Loch. Ist der gut? Ist gut? Ja. Super. Ich würde sagen, da hat jemand ein neues Geschäftsmodell entwickelt. So, das Café hatte zu und das wir eigentlich wollten, wie so viele Dinge zurzeit, ohne dass sie es im Internet angeben. Naja, und deshalb gehen wir jetzt deshalb gehen wir jetzt in ein veganes Café, das wir schon kennen. Und hoffen, dass das offen ist. Mal alle kleinen Bars machen irgendwie sozusagen Fête de la Musique und haben irgendwie DJs angestellt. Ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt verstehen könnt, weil hier überall Techno-Musik ist. Aber ist ganz witzig. Also, wenn schon keine Großveranstaltungen sind, dann wenigstens die kleinen Bars. Paris, man ist unterwegs und auf einmal schüttet das wie auskühlen. Mein Gott! Oh mein Gott! Ich werde vielleicht gleich weggespült. Hallo meine Lieben, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ganz schön nass geregnet und nass geschwitzt, denn es ist total schwül draußen, zusätzlich zu dem Regen. Deshalb sind wir jetzt ganz froh, wieder zu Hause zu sein.
Ich wollte nur noch kurz sagen, das Café, das ihr vorhin gesehen habt, das Aujourd'hui de Mar, ist richtig, richtig cool. Also wenn ihr mal in Paris seid, kann ich euch das nur empfehlen. Also es ist vegan, aber ich glaube auch nicht Veganer werden es mögen, denn es ist einfach sehr, sehr lecker. Ansonsten werde ich den Vlog hiermit beenden. Ich glaube, wir werden heute nicht mehr viel machen, außer zu essen. Vergiss bitte nicht, mein Abo dazulassen, natürlich auch einen Daumen nach oben. Und dann sage ich euch Tschüss, au revoir, à la prochaine.